Heute besprechen wir, wie du es schaffst, schriftlich so gut zu sein, wie du es mündlich bist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich habe immer öfter den Fall, dass Leute von euch mir schreiben: Hey, Leo, ich bin mündlich richtig gut, ich schaffe es da eigentlich relativ easy auf 12, 13, 14, vielleicht sogar 15 Punkte zu kommen, aber irgendwie in meinen Klausuren, ich habe nur 8, 9, 10, 11, 12 Punkte. Wie kann es sein, dass diese Differenz da so hoch ist und was kann ich dagegen tun? Vorneweg, wenn du so ein Problem hast oder auch irgendein ähnliches, ich kann dir nur empfehlen, komm zum Abiturathleten Bootcamp mit. Ihr merkt, ich promote es jetzt aktuell gerade fast in jedem Video. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich weiß, dass jede Person, die da mitfährt, ihr solltet euch ja sowieso erstmal zum Besprechungstermin, findet ihr eben der erste Link in der Beschreibung, wo wir einfach über eure Situation analysieren, wo wir eben auf solche Dinge eingehen, wo du sagen kannst: Hey Leo, irgendwie, ich habe mega Prüfungsangst, oder ich bin in allen Fächern gut außer in Mathe, oder, wie jetzt gerade das Thema eben: Hey Leo, keine Ahnung, irgendwie mündlich bin ich super gut, aber schriftlich, ich krieg einfach meine PS, die ich eigentlich im Kopf habe, kriege ich einfach nicht aufs Papier, ich kriege die PS nicht auf die Straße. Und dann kann ich euch sagen: Okay, wird das im Abiturathleten Bootcamp vorkommen? Ja, nein, können wir dir da helfen? Das heißt, wir besprechen einfach deine Situation, ob das Abiturathleten Bootcamp dir da hilft. Und wenn es dir hilft, dann kannst du einfach mitfahren. Und wenn du natürlich auch in das Umfeld wirklich reinpasst, dann ist, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, jetzt noch Tickets dafür zu bekommen, und es wird euch einfach transformieren. Das kann ich deswegen garantieren, weil es bei den letzten Teilnehmern schon der Fall war. Deswegen geht auf den Link in der Beschreibung. Es kostet euch überhaupt nichts. Einfach mal mit mir sprechen, dann werden wir sehen. Wenn du dann keinen Bock hast, easy, aber trag dich unbedingt ein. Es ist auch grundsätzlich meine Möglichkeit, 30 Minuten kostenlos mit mir zu sprechen, wo ich ja alleine im Mentorship-Programm eigentlich schon sehr, sehr viel Geld dafür nehme. Deswegen tragt euch unbedingt ein. Ich freue mich, von dir zu hören, und jetzt starten wir in die 5 Tipps rein. Erstens, Fokus weiterhin auf mündlich, weil das ist jetzt die allergrößte Gefahr, die passieren kann. Und zwar, du denkst: Wow, in mündlich bin ich ja schon gut, ich muss mich jetzt nur noch aufs Schriftliche fokussieren und dann bin ich in beiden gut. Garantiert nein. Denn, wie ich schon immer sage, deine mündliche Note, deine Mitarbeit ist die Wurzel für alle anderen Noten. Denn so gut wie du im Unterricht mitarbeitest, so interessiert, so motiviert bleibst du auch. Gleichzeitig dadurch, dass du einfach im Unterricht ständig mit dabei bist, wirst du auch einfach ein sehr gutes Verständnis von der ganzen Thematik haben und on top dazu noch ein richtig gutes Verhältnis zu deinem Lehrer haben. Und wenn du diese drei Sachen beibehältst, nur dann bleibst du auch auf dem Level, was du aktuell schon bist, und so kannst du dann auch überhaupt schaffen, in den schriftlichen Sachen gut zu sein. Wenn du mündlich nicht gut bist, wird es dir sehr schwer fallen, im Schriftlichen gut zu sein. Deswegen behalte dir das unbedingt bei. Wenn du jetzt gerade sagst: Hey Leo, cooler Videotitel, aber ich bin im Mündlich noch gar nicht gut, dann check unbedingt hier rechts oben in der Ecke mein Video ab, wie du deine Mitarbeit verbessern kannst. Das haben auch schon richtig viele gefallen, deswegen hier check's ab. Und jetzt ab zum zweiten Tipp. Zweitens, Blockaden herausfinden. Und das ist so ein wichtiges Thema für mich in der Oberstufe, was wir gerade speziell im Mentorship-Programm machen, aber das ist ja, wie gesagt, in 2018 nicht mehr verfügbar, wird erst 2019 wieder neu kommen. Deswegen für diejenigen, die wirklich irgendwelche Sachen haben, wo sagen: Ich will es auflösen, fahrt zum Abiturathleten Bootcamp mit. Aber ihr müsst vor allem auch für euch selbst immer wieder euch fragen: Was sind eigentlich die Blockaden, die mich abhalten? Und gerade jetzt konkret, wenn ich noch in der Mitarbeit gut bin, was ist meine Blockade, dass ich schriftlich nicht gebacken kann? Und das können eigentlich drei Sachen sein. Erstens kann es sein, dass du einfach gewisse Verständnislücken hast, die du vielleicht in mündlich noch ein bisschen kaschieren kannst, weil du einfach nur immer mal wieder sagst, was sinnvoll für dich ist, und dann kriegst du da eine sehr gute Note, weil der Lehrer dir vielleicht auch positiv gegenüber eingestimmt ist. Aber wenn es gerade darum geht, sowas auch mal schriftlich hinzuschreiben, strukturiert, übersichtlich, auch dass es 15 Punkte vielleicht wert ist, dann kann sein, dass du super in Probleme kommst. Zweitens kann es sein, dass du es einfach schaffst, dich nicht so richtig gut auszudrücken. Also, dass du es zwar eigentlich wirklich gut verstehst, heißt, du hast wirklich alles in deinem Kopf drin, aber das dann wirklich so schön darzustellen, dass das deine Challenge ist, darauf werden wir auch gleich im Video noch eingehen. Und drittens, Prüfungsangst. Dass du wirklich vielleicht in der Mitarbeit dich vielleicht traust, weil der Druck ist nicht so hoch, aber dann, wenn du weißt: Okay, shit, das ist jetzt meine Klausur für dieses Halbjahr, für dieses Fach, das macht so viel für meine Note auch, da muss ich es gut sein, dass sich das einfach komplett überfordert. Sollte das der Fall sein, darauf werden wir in diesem Video nicht mehr eingehen. Hier, check mein Video zur Prüfungsangst ein, da dürfte das Ganze damit easy gekillt sein. Und jetzt ab zum nächsten Tipp. Sprich, die übrig bleibende Frage ist jetzt eigentlich: Liegt es am Verständnis oder liegt es am Ausdruck? Und dafür solltest du drittens deine Klausur analysieren. Das ist so wichtig. Ich gebe diesen Tipp immer und immer und immer wieder, weil ich einfach weiß, wenn ihr das wirklich ernsthaft mal mit eurem Lehrer durchgeht, werdet ihr danach so viel schlauer sein. Und nur wenn du schlauer geworden bist, kannst du auch sinnvoll irgendwas verbessern. Das heißt, geht wirklich mal mit dem Lehrer hin, fragt ihn: Okay, warum habe ich hier die Punkte nicht bekommen? Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und dann sagt er zum Beispiel: da hätte noch der Aspekt gefehlt. Und dann merkst du ja bei dir selbst: Okay,
hatte ich das einfach nur nicht gewusst oder nicht verstanden oder diesen Zusammenhang nicht erkannt, dann hast du eher ein Verständnisproblem. Oder dachtest du, hey, fuck, das wusste ich doch, warum habe ich das nicht hingeschrieben? Dann ist es vielleicht eher ein Ausdrucksproblem. Das heißt, du schaffst es nicht ganz, das Ganze auch wirklich hinzuschreiben, so ausdrücken, wie es in deinem Kopf ist. Und dann bist du schon mal wesentlich schlauer und weißt, an welchem von beiden Rädchen du eben drehen musst. Sollte es eben an der ersteren Sache liegen, dann geht es eben jetzt viertens, Verständnis erhöhen. Das machst du am besten damit, dass du mit eigenen Zusammenfassungen arbeitest. Da empfehle ich dir auf jeden Fall das Video zur AA-Methode. Findest du hier rechts oben. Direkt einfach mal abchecken oder am besten nach dem Video. Bleibt ja im i eben immer gespeichert. Dann ist es super wichtig, dass du auch wirklich in die Übung reingehst. Ja, also wirklich in die Anwendung reingehst, dass du Sachen mit dem Stoff arbeitest, dass du eben nicht mehr nur noch auf dieser Ebene bleibst von ich wiederhole das ein paar Mal und dann passt das schon irgendwann, sondern dass du wirklich übergehst zu sagen, hey, ich will das wirklich verstehen bis in die allerletzte Tiefe. Dafür sind natürlich Übungen, Altklausuren super wertvoll. Auch dafür habe ich ein Video, das auch, das heißt, hier oben findest du gleich noch die 5 besten Wege, um eben an Altklausuren zu kommen. Und da ist auch gleich unsere exquisite App, sage ich mal, die wir dafür noch entwickelt haben, nur für euch Abiturathleten drin. Das heißt, checkt das Video auch unbedingt ab. Könnt ihr, wie gesagt, alles nach diesem Video machen, dass ihr auch hier in diesem Video nichts mehr verpasst. Und das heißt wirklich, wenn es bei dir ums Verständnis geht, arbeite mit dem Stoff, mach Aufgaben, Übungen, was auch immer in deinem Buch steht. Frag deinen Lehrer, ob er dir eine alte Klausur geben kann. Einfach nur, dass du dein Verständnis vertiefst und dann kannst du dieses Problem auch wirklich lösen, dass du eben schriftlich lange nicht so gut bist wie mündlich. Und wenn zweiteres dein Problem war, dann geht es darum, fünftens, Ausdruck verbessern. Wenn du deinen Ausdruck verbessern willst, dann gibt es einfach nur eine Sache, die du machen kannst, und zwar dich öfter auszudrücken. Entweder natürlich im mündlichen Format, also dass du wirklich, auch wenn es dann auf Schrift, es wird sich aber automatisch auf schriftlich übertragen, also versuch wirklich dir selbst mal zu erklären, worum geht es eigentlich in dem Stoff, da wirst du auch sofort merken, wenn du eben Verständnisprobleme hast. Versuch mal deinen Eltern zu erklären, da wirst du auch sofort merken, hast du ein Verständnisproblem. Gleichzeitig wird sich aber dein Ausdruck verbessern. Das heißt, versuch nicht nur irgendwas zu sagen, sondern auch wirklich strukturiert zu machen. Hier, um aber da wirklich deinen Ausdruck auch noch besser zu verbessern, würde ich dir wirklich empfehlen, sag es nicht nur, sondern schreib es auch auf, dass du wirklich mal erkennst, weil ganz, ganz viele Leute haben dann alles theoretisch im Kopf und haben es vielleicht sogar verstanden, aber ihnen fehlt so ein bisschen die Struktur, wie der ganze Stoff aufgebaut ist, den sie dann auch in eine Antwort packen können. Das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, okay, die Sache löst das aus, dann ist das und das die Reaktion, zum Beispiel meinetwegen in Chemie, irgendwie der Stoff mit dem Stoff löst das und das aus und der Stoff verträgt oder zerfällt dann zu dem Stoff, dann hast du einfach so ein Bild im Kopf und kannst dann, wenn nach der Reaktion gefragt wird, auch genau nach dieser Abfolge gehen. Das heißt, erst beschreibst du den Stoff, dann beschreibst du den Stoff, dann beschreibst du die Reaktion, dann beschreibst du das Endprodukt, das Endprodukt, das Endprodukt und dann vielleicht noch bestimmte Spezialfälle über die jeweiligen Endprodukte. Und wenn du das hast, dann bist du einfach ready. Ja, dann bist du einfach ready. Dann kannst du nämlich das einfach direkt ausformulieren. Je mehr du dann schreibst, vor allem vielleicht auf Deutsch aufsetzt, desto besser wirst du auch noch wirklich im Inhaltlichen, also welche Wörter du verwendest, etc. Und dann bist du eigentlich ready to go. Und dann soll es eigentlich klappen, dass du deine schriftlichen Noten wirklich auch an das Level deiner mündlichen angleichst. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.